noch eine Person im Untergeschoss des Gebäudes sich befinden würde. Daraufhin wurde diese Person dann aus dem Gebäude von der Feuerwehr geführt und dem Rettungsdienst zur weiteren Betreuung übergeben. Zeitgleich wurden dann Kräfte der Feuerwehr Meichingen nachalarmiert sowie Vollalarm für die Feuerwehr Sindelfingen ausgelöst. Gleichzeitig wurde dann die Brandbekämpfung im Dachgeschoss über das erste Fahrzeug und die Drehleiter vorgenommen. Alle weiteren Fahrzeuge dann im Außenbereich eingesetzt für die Riegelstellung und zur Brandbekämpfung. Die Einsatzdauer oder Einsatzmaßnahmen gestalten sich jetzt insofern schwierig, da der Brandherd noch nicht genau lokalisiert wurde und mit einer Einsatzdauer von ca. 2 bis 3 Stunden in den Nachtstunden noch gerechnet werden muss. Die Kräfte waren bis ca. 21 Uhr in Bereitschaft für das internationale Straßenfest in Sindelfingen. Ab 21 Uhr wurde die Bereitschaft aufgelöst, sodass eine ganz reguläre Alarmierung über die Leitstelle für die Feuerwehr durchgeführt wurde. Die Kräfte, die noch in der Feuerwache waren, das waren 2 oder 3, haben natürlich als erstes die Fahrzeuge besetzt und sind dann ebenfalls mit ausgerückt. Es wird eine lange Nacht. Die Menschen oder die Feuerwehrleute, die bereits heute in der Bereitschaft eingeteilt waren, die sind seit 13 Uhr auf der Feuerwache in Sindelfingen gewesen, haben also 8 Stunden Bereitschaft hinter sich und jetzt noch eine unbestimmte Einsatzzeit, Einsatzdauer noch vor sich. Viele oder einige werden morgen früh dann eventuell dann in die Frühschicht gehen müssen, sprich um 6 Uhr ist dann Arbeitsbeginn für diese Feuerwehrkräfte. Ja, zunächst möchte ich den Einsatzkräften der Feuerwehr ganz herzlichen Dank sagen, die hier wirklich ganz, ganz hart arbeiten, um den entsprechenden Schwelbrand hier zu bekämpfen. Das kostet entsprechend auch Zeit, um hier auch sicher zu gehen, dass kein Risiko mehr besteht. Insofern haben wir organisiert und momentan auch dabei, dass die Familie untergebracht wird. Die Familie wird in einem Hotel übernachten heute Nacht und eine weitere Bewohnerin kommt privat unter. Also das heißt, die Feuerwehr wird hier noch einige Stunden arbeiten, bis auch alles entsprechend sicher ist. Und für die Unterkunft der Bewohnerinnen und Bewohner ist entsprechend gesorgt. Und vielen Dank an alle Einsatzkräfte, die hier wirklich eine ganz, ganz harte Arbeit leisten. Ja, momentan kann man noch nicht abschließend einschätzen, inwieweit die Wohnung dann bewohnbar oder nicht bewohnbar ist. Man versucht bei der Arbeit möglichst Wasserschäden zu vermeiden. Da wird darauf geachtet, im Rahmen der Möglichkeiten. Natürlich entscheidend ist, dass es erstmal sicher ist und dann auch das Feuer eben komplett aus ist. Entscheidend ist dann letztendlich, welche Beurteilung es gibt dann nach der Maßnahme. Klar ist natürlich, dass gegebenenfalls das auch eine längere Unterbringung sein kann. Aber die Familie organisiert es auch selber momentan. Wir unterstützen natürlich gerne dann als auch Stadt Sindelfingen, wenn entsprechender Bedarf da ist. Aber auch natürlich für eine längere Unterkunft. Dafür sind wir auch zuständig als Ortspolizeibehörde im Zweifelsfalle. Und da bekommt die Familie jegliche Unterstützung, die sie dann auch benötigt.